Also sportlich und gut zu Fuß müssen auch die plastiktütenbeladenen Besucher sein, die sich dieser Tage auf dem Messegelände tummeln und auch alle, die dort arbeiten. Publikum und Personal führen bei der Supershow der Elektronik meist ein Schattendasein. Wir stellen sie ins Scheinwerferlicht, ein Streifzug von Wolf Preuß. Holde Weiblichkeit, wohin das Auge fällt. Die Aussteller wissen schon genau, wie man die potenziellen Kunden an den Stand holt. Nur ein deutscher Unternehmer schickt ausschließlich nicht minder holde Männer ins Feld. Und das fällt auf. Die Firma war der Ansicht, dass in Zeiten der Gleichberechtigung eine solche Aufgabe durchaus auch von Männern bewältigt werden kann. Na eben. Emanzipation hin oder her, eines vereint beide Standhilfen. Die dicken Füße am Abend und die nicht immer umgänglichen Besucher. Manche Besucher gehen mir sehr auf den Keks. Was macht man dagegen? Ruhig bleiben und lächeln. Lächelnd geben sie dann auch ihr Bestes oder besser das der Firma, für die sie arbeiten. Und das sind ja immer nicht nur die ganz großen, weltweit bekannten Firmen. Sie haben sich eben eine wunderschöne Tüte geben lassen. Wissen Sie denn, was die Firma herstellt? Ja, das weiß ich eben gar nicht. Ich bin ja eben reingekommen hier. Ja, nein, noch nicht alle. Aber die Tüte nehmen Sie erstmal mit. Immer mitnehmen. Die Verteiler solchen Verpackungsmaterials wissen hingegen ganz genau, was sie da tun. Die Leute wollen einfach eine Tüte haben, die so groß wie möglich ist und wo sie so viel wie möglich Informationsmaterial reinbekommen. Und das ist aber bei unseren Tüten gegeben. Hauptsache, das Prospektmaterial, ob nun in Pfund oder Kilogramm gewogen, kommt unbeschadet nach Hause. Auch zu Hause sortiere ich jetzt mal wieder aus. Und dann ist das Wichtigste, was mich interessiert, das dann, spare ich dann. Kann ich mir nochmal wieder angucken. Beim Messeradio in Halle 15 wird nicht gespart. Der personelle Aufwand ist groß. 80 Volontäre und angehende Rundfunktechniker sitzen hier das erste Mal am Regler oder gar am Mikrofon und machen 8 Stunden Programm täglich. Nach der ersten Moderationsschicht Axel Sonneborn vom Saarländischen Rundfunk. Naja, es war natürlich aufgeregt, unheimlich heute Morgen. Ne? Heute Nacht nicht richtig schlafen können. Aber nachdem ich dann drin war, die erste Viertelstunde, 20 Minuten, zwei, dreimal was gesagt, gute Musik aufgelegt, die habe ich mir selber ausgesucht, dann ging es ganz gut. Das Programm kommt gut an bei den Hörern draußen und in den Hallen. Und das, obwohl man offensichtlich nicht überall das Messeradio hören kann. Sag mir mal, was hast du denn da gehört eben? Hat nur so raus. Wir rauschen raus. Tschüss und auf Wiedersehen.